Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute mache ich einen neuen Ladetest mit 32 Ampere, das heißt 7,2 Kilowatt, an einer Ladestation. Wie ihr seht, habe ich dann Ladeverluste von ca. 23%. Ihr seht ja mein Auto geparkt neben einem ID.3 an der Ladestation in Südtirol. Die Ladestation wird von Alberia betrieben. Mein Auto parkt hier an der Ladestation. Ich habe einen Dachkopfer drauf, wie im gesamten Winter, wo ich Rodel und Ski rein hatte. Deswegen war der Verbrauch im Winter auch noch um einiges höher. Aber im Schnitt lief das gut ab. Hier seht ihr, wie das Auto angesteckt ist, das Ladekabel. Die Ladung erfolgt. Da sieht man am LED und im Auto sieht man rechts beim Tank, da der Tankanzeige, dass die Ladung gerade gestartet ist. Wie ihr seht, ich habe über 3/4 voll den Tank. Deswegen muss ich sagen, ist dieser Ladetest vielleicht nicht ganz so repräsentativ. Ich werde den Test aber nochmals wiederholen. Im Sommer. In dem Fall habe ich von 75% auf 91% geladen. Klar, ab 80% ist die Ladung hier nicht mehr so optimal und deswegen kann man das den Test so nicht ganz so gut vergleichen. Aber man sieht hier, ob die Ladeverluste dann bei höheren Restkapazitäten Batterie dann größer sind oder kleiner sind. In der Maps & More App sieht man eigentlich nur an diesem Symbol, dass eine Ladung erfolgt. Leider kann man sozusagen in keiner App von VW oder auch im Auto nicht ablesen, wie stark jetzt das Auto geladen ist, wie schnell das Auto geladen wird. Man sieht nur, wie lange noch die Ladung eventuell dauert, bis zum Ladeende. Jetzt kommen wir zum Auslesen der Daten anhand der Carscanner-Daten. Hier sieht man, hier habe ich noch im H-V Battery Power Output positive Werte. Ich habe Verbrauche im Auto. Die Ladekabel ist jetzt angesteckt und die Ladung erfolgt jetzt unmittelbar. Man sieht jetzt, geht der Output negativ runter, sozusagen die Batterie wird geladen mit 6,5 Kilowatt circa. Auch die Temperatur vom DC-Converter ist dann auch um 1 Grad raufgesprungen, sozusagen von 17 auf 18 Grad. Und dieser wird auch noch weiter ansteigen, dieser Wert. Im Laufe des Tests steigt dieser sogar auf ca. 33 Grad auf. Ich lade nun das Auto eine Stunde. Und dann, somit wird das Auto von 75% auf 91% circa aufgeladen. Jetzt sieht man rechts die Daten vom WeConnect ID App. Der Ladebeginn war bei 77% und mit der Restreichweite von 211 Kilometern. Das Auto wird konstant von circa 6,5 Kilowatt geladen. Klarerweise steigt dieser Wert dann ab 80 und vor allem dann 85-90% Restkapazität der Batterie dann immer weiter an, beziehungsweise die Batterie wird weniger schnell geladen. Nach einiger Zeit lese ich nun den Status nochmal aus und sehe hier mit der WeConnect App 257 km Restreichweite nun. Das heißt, von 211 auf 257 ist es jetzt draufgesprungen oder ich habe mehr Restreichweite bekommen und mir wird angezeigt, 45 Minuten dauert es noch, bis das Auto vollgeladen ist, auf 100%. Ähnliches kann ich von der WeConnect ID auslesen, auch 45 Minuten noch, bis das Auto vollgeladen wird. 89% ist das Auto jetzt aufgeladen und hat 258 km Restreichweite.
Ich lasse nun das Auto noch ein klein wenig laden, bis die Stunde um ist. Exakt eine Stunde lasse ich das Auto hier bei 32 Ampere laden. Links sieht man einige Temperaturwerte. Die Umgebungstemperatur war ca. 6 Grad. Gut, jetzt stoppe ich die Aufladung. In diesem Fall wurde die Aufladung dann mit 91,37% auf CarScanner App gestoppt. Man sieht, jetzt wird die Batterie nicht mehr aufgeladen. Im WeConnect ID App wird dies dann mit 93% Ladung angezeigt. Kilowatt wurden geladen 6,6 Kilowattstunden, die Ladedauer 1 Stunde und 43 Sekunden. Jetzt zeige ich Ihnen ein paar Grafiken, welche man von CarScanner App auslesen kann. Interessant ist hier zu sagen, zum Beispiel der Temperaturanstieg vom DC-DC-Konverter bei Start der Ladung hat der DC-DC-Konverter eine Temperatur von etwa 17 Grad, 16, 17 Grad und ist innerhalb 20 Minuten dann auf 25 Grad in etwa angestiegen. Insgesamt ist er dann auf einen Wert auf 33 Grad angestiegen innerhalb einer Stunde. Das heißt, er hat sich nahezu verdoppelt von 17 auf 33 Grad, etwa 16 Grad mehr. Bei der Batterie sieht man auch recht gut, gestartet bin ich etwa bei den 75% und die Batterie wurde dann aufgeladen. Oben sieht man den Wert, wie stark jetzt die Aufladung war. Das heißt, vorher war ich alles auf Null, hatte ich nur Verbrauche, weil ich das Auto stehen hatte, bis 10.34 Uhr. Danach hatte ich negative Werte, etwa 6.200, relativ konstant, bis 10.53 Uhr, bis ich die Aufzeitung beendet habe, die erste halbe Stunde. Gute Werte sieht man auch hier von der Batterie-Voltage, von der Batterie. Das war 290 bis bei der Aufladung, dann kamen wir fast auf die 300 Volt rauf, die Batterie. Und zum Schluss möchte ich noch zeigen, wie stark die Batterie als solches angestiegen ist. Dann die letzte halbe Stunde, dann noch von 80% in etwa auf die nahezu 92%, 91,37% ganz genau. Jetzt komme ich zur Auswertung der Aufladung mit 32 Ampere, also 7,2 Kilowatt an einer Ladesäule, welche eigentlich mit AC 22 Kilowatt liefern würde. In diesem Fall kann ja der E-App nur zweiphasig auf jeder Phase 3,6 Kilowatt laden. Das heißt, dann kann ich 7,2 Kilowatt in etwa laden. Kurz nochmal zusammengefasst. Ladebeginn bei CarScanner App wurde angezeigt 75,69%, Ladeende 91,37%. Die Ladedauer war dann eine Stunde genau. Geladene Energie bekomme ich so 5,06 Kilowattstunden. Sozusagen habe ich dann 15,68 Prozentpunkte aufgeladen, die Batterie. An der Ladesäule wurde mir angezeigt 6,6 Kilowattstunden, wurden wir diese auch verrechnet. Somit komme ich auf einen Ladeverlust von ganze 23,26%, was relativ viel ist. Aber nochmals zu erwähnen, normalerweise sollte man so einen Test vielleicht mit einer Ladung, mit einem Ladebeginn dann oder Ladestatus SOC und 20% oder runter machen und auf 80% laden. Klarerweise, dann von 75% auf 80% geht es noch relativ gut bis 85%. Danach läuft die Ladung auch langsam und kann daher auch zu diesen größeren Ladeflüssen kommen. Deswegen, diesen Test werde ich mit Sicherheit im nächsten Monat nochmal wiederholen und da werden wir sehen, ob deine Aufladung mit 32 Ampere wirklich so große Ladeverluste liefert. Da bin ich schon selber auch gespannt. Wenn man jetzt dann auch noch 0,5 Kilowatt circa an Verbrauch einrechnen würde, da ich auch im Auto saß, circa die 20 Minuten, war
kurz auch das Licht an. Ich hatte den OBD-Dongle angesteckt, die Daten ausgelesen. Das sind kleine Verbräuche auch aktiv. Würde man jetzt dann 5 Kilowatt Verbrauch auf 5,56 hinzurechnen, würde man somit auf einen Wirkungsgrad von 84 kommen. Was vielleicht eher korrekt wäre. Aber die Messung hat ergeben 23,26 Ladeverlust, das heißt also Wirkungsgrad 76,74%. Wenn man, wie gesagt, auch noch Verbrauch hinzurechnen würde, was realistisch ist, dann würde man etwa auf einen Ladeverlust von 15% kommen. Ich möchte nochmal erwähnen, wie auch bei meinen anderen Tests mit 10 Ampere und 16 Ampere, ADAC hat auch einen Test gemacht, kam er auf Werte von 14 bis 20% Ladeverluste. Deswegen sind wir da einigermaßen noch im Rahmen. Auf der rechten Seite können Sie selber die Daten auslesen von der WeConnect ID App. Mit dem Ladebeginn hatte ich eine Restreichweite zum Beispiel von 211 Kilometern. Durch die Stunde Aufladung kam ich dann auf Restreichweite von 274 Kilometern. Was ich noch erwähnen möchte, und das hat mich doch verwundert, die Temperatur vom DC-Konverter ist von 17 Grad in der Stunde Aufladung auf 33 Grad angestiegen. Die Außentemperatur war 6 Grad zu erwähnen. Gut, das war der Test. Aber wie gesagt, dieser wird noch wiederholt und ich liefere nochmal aktuelle Daten in den nächsten Monaten. Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema EAP auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.